Hallo zusammen, heute geht's um die neuen Kühlaggregate bzw. das Kühlaggregat mit dem neuen Kompressor BDN für Nano 50K für Propan. Ich habe die zwei Aggregate hier, das alte, das aktuelle, das seht ihr auch hier oben bei diesem Kühlschrank mit den Kupplungen. Und daneben sehen wir den Kompressor, hier ist der Nano drin, hier ist der BD35F drin. Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, ich hätte gern diesen Schrank mit dem neuen Aggregat. Wo nehmen und nicht bekommen. Und dann nicht fordern, sondern vielleicht ein Zauberwort nehmen mit 5 Buchstaben und 2 T. Flott ist es nicht. Aber warum den neuen Kompressor? Ich habe hier eine Kofferwaage, habe irgendwo geklaut. Das Teil hat hier jetzt 2,6 Kilogramm. Und das alte Aggregat hat 5,4 Kilogramm ohne Grundplatte. Weil hier habe ich noch eine Grundplatte dran, also sind circa 3 Kilogramm leichter. Von den Abmessungen her, ihr seht, es macht nicht viel aus, praktisch nichts. Von der Breite her, ich habe den gleichen Kondensator. Der gleiche Kondensator brauche ich, weil ich ja die gleiche Leistung habe. Also das heißt, ich kann den nicht kleiner machen. Ich habe den gleichen Lüfter drin, der hat sich seit 10-15 Jahren bewährt. Wenn ich jetzt natürlich einen kleineren Kondensator machen würde, noch weniger Platz, dann brauche ich einen starken Lüfter. Einen starken Lüfter heißt mehr Lärm. Beißt sich. Also, bleiben wir bei dem Lüfter, der sich seit Jahren bewährt hat. Ich habe hier unseren grünen Widerstand. Da mache ich euch ein separates Video am Schluss. Hier kann man die Leistung vom Ventilator drosseln, geben wir einfach weniger Spannung, doch das wird dann leiser, aber über den Thermostaten, den wir drauf haben hier, schaltet er dann bei 40 Grad Temperatur drin die Leistung vom Ventilator auf Volllast. Aber eben mache ich euch am Schluss ein Video von der Länge und jetzt kommt das Wichtige, wir messen mit Götz. Das ist ein Werbemeter von Götz. Hier ist das Logo von Götz. Und hier habe ich etwa 29 und hier ist das Aggregat 21 lang. Also wir sparen in der Länge rund 8 cm mehr Platz. Aber wir brauchen vorne die Luft, wir brauchen hinten die Luft. Wir müssen hier die Luft zuführen. Weil wenn ihr auch hier die Luft nicht wegführt, die gewärmt ist, sondern die Luft hier ansaugt und rundherum macht oder sonst was, oder ihr nehmt hier eine Wand, macht das Aggregat hier direkt an die Wand, ja, das bringt es auch nicht. Sondern am besten ist hier ein Schlauch vorsetzen, da mache ich euch ein Video hier. Schlauch davor setzen und Luft schön hier durchführen, weil wir haben den Lüfter und der Lüfter läuft, wenn der Kompressor läuft, also kurz verzögert und geht dann auch mit dem Kompressor wieder aus. Hier habe ich einen Kühlschrank, einen 106, der hat 133 Liter Inhalt, ich habe oben ein Gefrierfach und Standard habe ich diesen Kompressor drauf, das ist eben der BD35. Noch, das ändert sich, aber jetzt nicht schreiben, ich warte doch drauf. Wir haben diese Kompressoren nicht zur Verfügung. Wir haben bestellt, die kommen nicht, aber wir haben auch noch alte am Lager. Also heißt, wir stellen noch nicht um, das ist ein Prozess, der läuft. Vielleicht irgendwann, Weihnachten ist auch noch 2025. Keine Ahnung, wie lange das geht.
Von dem her, das ist der Unterschied. Das Gewicht 3 Kilo eingespart, von der Höhe merken wir nichts. Vom Wirkungsgrad, der soll besser sein, weiß ich aber noch nichts. Ich habe es nicht selber getestet. Das Aggregat wird nicht speziell größer. Dieses Aggregat hier gibt es mit 12, 24, 110 und 230 Volt mit Vorhangschaltung. Bei uns als Option ohne Probleme lieferbar. Beim neuen Aggregat, beim neuen Kompressor, habe ich nur 12, 24 Volt bis 34 Volt hoch würde es gehen. Aber die Vorrangschaltung habe ich nicht hier. Da mache ich euch logischerweise hier ein Video über diese Umschaltbox. Das ist eine Box, die man hier, jetzt ist die Grundplatte zu klein, hier hinmachen kann. Dann kann ich hier mit dem Netzgerät einstecken, 200, die 24 Volt vom Netzgerät hier drauf und hier ist dann die Einspeisung für das 12 Volt direkt von der Batterie. Ja, das soll es Zwischenupdate über das neue Aggregat, was aber erst vielleicht Weihnachten kommt. 2025 hat auch Weihnachten. Hier habe ich euch versprochen den grünen Widerstand. Hier sonst ein Video habe ich versprochen, kommt und hier unten über die Vorschaltbox. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.